Die Region Sauwald-Pramtal, ein Ort, wo andere Urlaub machen. Die regionale Nachhaltigkeit ist deshalb unabdingbar. Mit innovativen Ideen in Zusammenarbeit mit der LIDER-Region Sauwald-Pramtal ist diese aber auch zukünftig gesichert. LIDER kümmert sich um die Steigerung der Wertschöpfung in der Region und kümmert sich auch um die Stärkung und Weiterentwicklung des kulturellen Erbes und des Naturraums. Und es gibt da Projekte, die wir umsetzen, wo es um die Stärkung des Gemeinwohls geht. Wir haben 4 Projektauswahlgremiumssitzungen pro Jahr. Da werden die Projekte eingereicht und vorgefiltert sozusagen. Und dann werden wir jedes Jahr ca. 10 bis 15 Projekte auswählen können. Eines dieser Projekte ist die Via Skardinga. Dieser Themenweg führt im wahrsten Sinne des Wortes durch die Zeitgeschichte der Stadt Scherding. Wir haben die 2016 errichtet, da hat ja Scherding das große Jubiläum 700 Jahre Stadt Scherding gefeiert und uns war einfach ganz wichtig, dass man über das Feierjahr hinaus etwas hat mit Bestand. Wir wollten damit natürlich Scherding als Tagesausflugsziel attraktivieren, wir wollten neue Gästezielgruppen ansprechen, generell die Frequenz steigern und natürlich auch die Verweildauer von den Gästen zu erhöhen. Ebenfalls mit einem Stück Zeitgeschichte befasst sich der Granatsweg in St. Willibald. Der Themenwanderweg Granatz hat seine Wurzeln ursprünglich in der Landesausstellung im Jahr 2010 mit dem Thema Renaissance und Reformation. Wandern liegt voll im Trend. Haben wir uns gesagt, wir wollen unbedingt den Themenwanderweg Granatz weiter attraktivieren und kommt bei den Wanderern als auch bei den Radfahrern bis dato ist er sehr gut an. Auch die heimische Fauna und Flora ist ein wesentlicher Teil der LIDER-Region Sauwald-Pramtal, sowie das Projekt Biene, Wald, Natur, kurz Biwana, im Örtchen Freinberg. Wir wollten damit erreichen, dass wir die Bevölkerung, also alle, die daran Interesse haben, einfach mit sagen können, wie wichtig die Biene ist. Da geht es eben rein nur darum und wie das überall zusammenhängt. Für die LIDER-Region Sauwald-Pramtal sind wir da sehr stark unterstützt worden, das war optimal. Wenn auch Sie innovative und nachhaltige Ideen haben und selbst etwas zu Ihrer Heimat beitragen möchten, zögern Sie nicht, sich an die LIDER-Region Sauwald-Pramtal zu wenden. Weil gerade LIDER jene Einrichtung ist, die die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger begleitet, damit die Ideen von der Vision vom Ziel zur Umsetzung kommen können. Weitere Informationen zur LIDER-Region Sauwald-Pramtal, ihrem Tätigkeitsfeld, Förderinfos und Informationen zu laufenden Projekten finden Sie unter www.sauwald-pramtal.at.